Guck mal, Manu. Hey, wir sind hier in Desperado. Kannst du mal dein Finale jetzt drehen? Und? Action! Oh, ich bin aufgewacht. Die letzte Nacht hat sich wie 2 Jahre angefühlt. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tryjump. Und heute, Leute, mit dem besten YouTuber auf diesem Planeten, mit dem Bergmann. Hallo! Na, wo rennt er denn hin? Bergmann, bleib hier! Manu? Hä? Hallo? Bist du auch hier in der Runde? Was blutest du denn schon wieder? Ja, ich bin... Jedes Mal! Ich bin ganz doll, ich hab's so Schnupfen, Manu, im echten Ach so. Leben. Und dann Ach, ja, hab ich so viel mit dem Taschentuch so gerieben und dann ist das alles so... An deiner Wange? Hey, ah ja. Hast du gerade daran geleckt? Ja. Okay. Das ist ja ein schöner Zufall, dass du hier bist, Mensch. Ja, ja, war zufällig in der Runde, zufällig im TS. Ja. Mensch, einige Zufälle hier. Ja. Aber ich finde, das ist ein schöner Zufall. Und wir haben ja sehr, sehr lange Tryjump nicht mehr zusammen gespielt. Und jetzt, wo der Server ja online bleibt, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Noch, ja. Aber Manu hat direkt Klage eingereicht und meinte, nö, das mache ich nicht. Ich habe 20 Folgen vorproduziert, in denen ich gesagt habe, dass das Server schließt. Hab ich ja Gott sei Dank nicht, ey. Hast du noch gesagt, das wär's, ne? Gewesen. Ja, ich hab's aber dann nicht umgesetzt. Warum nicht? Weiß ich nicht. So. Ich dachte mir, dann stirbt das Server halt. Tschüss. Ja, sehr schön, sehr schön. Hast du denn hier alle Module schon, kennst du die inzwischen schon auswendig? Weil ich war überrascht, wie viele neue da eigentlich da inzwischen dabei sind. Da sind neue? Ja, für mich, ich habe ja schon wirklich länger nicht gespielt. Ich habe heute ein Part hochgeladen, wo ich mich beschwer, dass hier immer nur dasselbe kommt. Okay, also es ist auf jeden Fall wieder eine ganze Menge geplant an neuen Modulen. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, ne? Es ist natürlich auch nicht so leicht, sich da immer wieder die Creme de la Creme rauszusuchen. Und man will ja auch... Ich hab ein Modul verkackt. Oh. Warum baust du nicht mal Module? Lass uns doch mal in den nächsten Tagen ein Video aufnehmen, wo wir beide Module bauen. Wärst du dabei? Hältst du da Bock drauf? Ja, aber dann... Ja? Mit nur einfachen Sprüngen? Nur, wie du magst, wir können es machen. Ja, lass dann so ein ganz einfaches machen, was dann aber als 10. Modul zählt, okay? So ein Prank-Modul? Genau. Lass uns ein Prank. It's just a prank. Okay, aber wir dürfen gerade auslaufen muss. Ja, aber Manu, erst mal 20.000 Likes. Also das ist klar, okay. Ne? Also vorher. Okay. Jetzt willst du die Leute noch erpressen. Nein, das ist eine freundliche Bitte. Ach so. Ja, aber das können wir sehr, sehr gerne machen. Also das würde mich freuen. Ich bin ein bisschen daran, als ich damals bei der 100. Folge Happy Wheels mir auch diesen Map Generator da angeschaut habe. Ich hatte das immer wieder vor, aber als ich das dann aufgenommen habe, dachte ich mir mittendrin nicht. Also da musst du dich ja so reinfuchsen. Ja. Das ist nicht so ein Ding, wo man mal ganz kurz so ein bisschen Looky-Looky macht und Entschuldigung. Ja, da hast du völlig recht. Das hatte mich auch dann irgendwie relativ schnell frustriert. Boah, Alter, du bist bestimmt Luso Gaming hier, ne? Oh, jetzt was mach ich? Nee, viel okay. Viel mal Ping ist aber auch. Ich schaff das Modul nicht. Welches bist du? Ich bin gerade mal bei Modul 8 und ich schaff das nicht. Okay. Ich bin bei Modul 7 und schaff das auch schon nicht hier. Hä? Wie? Das geht gar nicht. Das geht nicht? Nee, das ist ein Fehler. Ha! 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 Deswegen ist der andere auch hier. Okay. Ist ein Fehler im Modul? Ja. Oder ein Fehler in der Matrix? Ändere mal. Nee, nur im Modul. Bist du hundertprozentig sicher? Nee. Hab's geschafft. Ha! Oh, das ist ja richtig schwer. Ha! Okay. Oh, Mann. Ey, du bringst da natürlich auch nochmal so einen extra Druck da in die ganze Sache rein, muss man ja dazu sagen. Aber wir haben ja zum Glück... Ach, ich kann auch einfach hier rüber. Wir haben auch zum Glück einfach Team an. Hä, wohin muss ich? Mit der Mond gleich links. Ach, da hinten. Ich bin so ein... Oh. Hä? Ich weiß aber auch nicht, wo lang, Manu, hier bei dem... Wie komme ich da hoch? Ach so, nein, ich bin wieder unten. Oh Mann, nee, ist das, also das 8. Modul ist einfach ein Stück Scheiße. Ja, muss man sich an der Seite hocharbeiten quasi? Genau. Nein, nicht so an der Seite, sondern wirklich einfach immer nur direkt neben dir ist wieder ein Zaun. Ah, da ist eine Leiter. Aha. Jetzt hast du es gesehen, ne? Da wurde ich aber echt nice geprankt. Ey, ohne Mist. Aber da komme ich doch am Leben nicht dran. Wie soll denn das gehen? Wie komme ich denn da hoch? Muss ich einmal komplett durchspringen? Nee, ich kann ja hier direkt hoch. Das geht. Genau. Oh, jetzt habe ich mich gerade angespuckt. Das ist ja, da wirst du ja am Anfang schon geprankt. Da wirst du ja am Anfang... Wie soll ich denn hier hochkommen? Das geht doch nicht. Das geht doch. Auf die Half-Step?
Ja, nee. Ah, da ist ein Zaun. Ja, ich habe ihn gesehen. Okay, ich war blind. Manu, spring mal nicht ins Ziel, wenn du gleich da bist, ne? Nee, bin ich ja nicht. Nö, ja. Gut. Scheiße! Ich habe 4 Module nicht geschafft. Ah, ja, rein. Jahrzehnt nicht mehr. Ha! Ah! Okay, das habe ich. Was machst du denn? Ja, ich bin ein bisschen erregt heute. Ah, guck mal, die Schule, die kenne ich noch. Ich bin auch einfach neu. Man sieht dich ja gerade wieder in der Fetzcam, ne? Man sieht mich in der Fetzcam, ja. Okay. Und da sieht man auch bestimmt, dass ich ein ganz rötes Näschen habe wie Rudolf, the Red Nose Rendier. Er snifft hier immer. Weil, at a very shiny day. Habe ich vorhin schon drüber gesprochen mit Takaishi, dass ich komischerweise im Winter nie krank werde, aber sobald irgendwie der Frühling anfängt, kriege ich immer so eine Erkältung. Ich glaube, das ist einfach eine Pollenallergie und keine Erkältung. Ich habe doch keine Pollen. Ich bin menschlich wie perfekt, Alter. Ich habe nicht so welche Schwäche wie Pollen. Menschlich perfekt! Das stimmt allerdings. Ja. Das hast du mir damals gesagt, als wir unser erstes Date hatten. Bergi, ich muss dir sagen, ich habe mich in dich verliebt, weil du bist menschlich ich bin perfekt. Auch drin. Okay. Ich dachte, ich könnte es noch schaffen. Das klingt für mich nach einer Pollenallergie. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft, Manu. Ich hab's einfach geschafft. Ich bin so froh und stolz, dich in meinem Team zu wissen. Wir haben ein Team? Ja, wir haben ein Team, Alter. Wir haben ein Team. So, pass auf. Nur dreimal verzaubert, Alter. Das mache ich aber jetzt auch. Bam. Oh nein, jetzt hab ich keinen Bogen. Ich hätte nur zweimal verzaubern sollen. Ich aber. Kauf mir mal einen Bogen, Manu. Ja, klar. Warum nicht? Ich hab ja genug Punkte, ne? Ja. Ach, schon. Bitte, Manu, bitte. Nee, ich hab einen Bogen. Aber. Ach so. Den teile ich natürlich nicht. Ich gehe auch direkt auf dich. Ja, alles klar, alles klar. Was Manu. Für Team, Junge? Was für Team? Warum bist du eigentlich immer so gemein zu mir? Kannst du das den Leuten und mir beantworten? Weil du gerade gesagt hast, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin. Du das hab ich überhaupt nicht gesagt. Scheiße! Hey! Sei dir mal deiner Zielgruppe bewusst, ja? Ja, okay. Du meintest doch gerade, du bist ja nicht so unperfekt. Du hast ja, keine Pollenallergie. Das ist ja eher so, dein Körper ist so stark, dass damit das nicht auffällt, dass du nicht von dieser Welt bist, dass er ab und an so Täuschungs... Hat dir eine Schwäche eingebaut, genau. So eine ganz... Mann, ich helfe dir! Da ist kein Ping Marcel, aber er geht mir... Töte ihn! Ich hab ihn! Ich bin tot. Du bist tot. Ich werde auch sterben. Nein, ich rette dich. Ich bin tot, Manu. Du hast mich sterben lassen. Ich hab dich gar nicht sterben lassen. Ich staub jetzt hier einfach ab, Alter. Ich stell's hier. Ja, das ist auch mein Motto. Ich glaube, ich geh schon wieder drauf. Ich muss hier raus. Manu, ich bin weg. Ich rette dich. Wir müssen jetzt mal ziehen. Wir müssen jetzt mal anständig ziehen. Ja, komm her. Da bist du ja gar nicht. Wo bist du denn? Ja, ich bin, okay, ich hab einen. Hilfe, ich werde. Ja, ich bin hinter dir, genau. Okay. Rette mich. Okay. Ich rette dich. Ich hab ihn. Oh, wie ich ihn. Alter, wir haben verfolgt, Manu, hier von der Seite. Manu, Hilfe, Manu, ich werde sterben. Nein! Nein, jetzt kann er noch einer. Weil du weggelaufen bist. Du hast mich sterben lassen, Manu, wie immer. Ich bin hinterher gerannt. Du mieses. Ey, das stimmt alles gar nicht. Guck mir einfach zu, ja, und dann, lerne ich ein bisschen was, ja. Gehen wir gleich baden. Okay. Hol ihn dir, Manu. Den Blitzmerker, Alter. Wie viel hat er denn gereckt? Da ist ein goldener Apfel. Das lag alles daran, weil ich alles in das Schwert investiert habe. Weil ich mich von dir so hab mitreißen lassen von der Schwert-Euphorie. Das stimmt. Da kommt einer, Manu. Ich habe ja nicht ghosten. Da kommt keiner, Manu. Hä? Das ist doch gar keiner. Ah doch, da, hey. Ja, der geghostet hat gerade. Richtig erbärmlich. Ich überhaupt nicht. Bitte melde mich nicht. Wow, wie ich den erwischt habe. Ich bin auf fucking aus. Boah, der weg, Manu. Und mal geh nochmal drauf. Manu hat einen Pfeil reingegeben. Nein. Der Pfeil von dir. Du musst den Pfeil aus seinem Körper rausstecken. Da kommt noch einer. Oh, kriegst du den? Direkt und ich mach die One-More-Combo des Todes. Oh, da hätte ich ins Wasser. Oh, er kommt aber hinterher. Ab ins Wasser. Jetzt haben wir den Wassersport. Okay. Wir haben hier einen Triathlon. Oh, alles klar. Und der Pfeil geht rein. Oh, jetzt ist die Frage, Manu, wer gewinnt das Pfeilduell? Wer hat mehr Pfeile? Manu hat für sie getrieben. Alter. Du Maschine, aber er ist direkt wieder back in the game und Manu geht nochmal neu drauf. Er ist Manu schon vollständig gerackt hat. Und wow! Fickt alles! Holy Schakaloppi Chubida! Das wäre hätte mein Schwert sein können hier, Manu, das du mir gegeben hättest. Das damit war ich hier, oder das? Ja. Naja, ich würde sagen, wir, weil wir heute ein bisschen spät dran sind, können einfach noch ein bisschen durch die Lobby durchlaufen, Manu. Und, okay. Weil normalerweise würde ich jetzt sagen, ich hänge noch ein zweites Death-Engine dran, aber du hast es ja auch ein bisschen eilig, dementsprechend... Kannst du nicht mal in der Aufnahme mir irgendwie 500.000 Coins cheaten? Nein. Aber komm mal mit, Manu, komm mal mit. Ja. Pass auf. Erinnerst du dich noch hier an das Lebenssecret in dem Zug? Nee. Ja, das ist auch... das ist nämlich nicht mehr da, aber mir wurde gesagt, dass das irgendwo hier sein soll, Manu.
Wollen wir mal gucken, ob wir das finden? Ja. Hier soll irgendwo ein Eingang sein. Was hat es eigentlich damit auf sich, dass das jetzt wieder alles die erste Lobby ist? Ist das einfach so ein Retro-Feeling? Ja, das war, weil wir offiziell schließen wollten, morgen, also am 2. April, haben wir gesagt, die letzte Woche. Hast du was gefunden? Ja, ich habe was gefunden. Digga, du geiler Boy. Haben wir gesagt, die letzte Woche ist eine Retro-Woche. Huh. Oh nein. Nein! Hilfe! Ich bin reingefallen. Ich bin einfach... Aber das ist nicht das Richtige. Das ist hier Sturmwaffels Muffin- und Waffelfabrik. Wo soll das? Das ist das Falsche gesucht. Aber es sollte hier irgendwo sein. Jetzt muss ich hier runterspringen, Manu. Ich fang dich, Manu. Ich fang dich! Ich frag mal kurz. Gibt es das Leben-Secret noch? Leider nein. Gut, hat sich jetzt auch erledigt, Leute. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja schon sehr bald wieder zurück. Guck mal, Manu. Hey, wir sind hier in Desperado. Kannst du mal dein Finale jetzt drehen? Was war deine letzte Folge? Du warst in Varo, ne? Ja, war ich so klug und hab einen Übergang gemacht? Ich glaube schon, das hast du zumindest vorgehabt. Das hatte ich mal vor, ja, aber ich weiß nicht, ob ich es getan habe. Kann doch sein, dass es mittendrin einfach vorbei war. Aufhört? Okay, dann kommst du jetzt. Ja. Ich würde sagen, Ich mach das Finale. Ja. Aber warte, ganz kurz, lass mich meine Partikel ausstellen, warte. Ja. Ja, Moment. In die Kamera. Okay, warte. Bereit? Nee, warte, ich habe meine Partikel immer noch an hier. Warte, Moment. Okay. So, warte. Ich bin bereit. Manuel wacht auf. Manuel wacht auf in seinem Haus hier drüben. Okay, aber dein Haus steht doch da hinten. Was war das denn? Nee, normal, ich habe jetzt reingequatscht. Das Haus ist doch da drüben von dir. Oh, scheiße. Komm halt dein Mull. Hier ist jetzt mein Haus. Okay. Und Action. Oh. Ich bin aufgewacht. Die letzte Nacht hat sich wie 2 Jahre angefühlt. Herr Bergmann, was tust du da? Pack die Waffe weg! Nein! Hallo? Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaltet auch morgen wieder ein. Schaut bei Manu vorbei. Ansonsten hören wir uns. Ja. Und wieder. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Danke, Manu, fürs Dabeisein.